So, die Entdeckung habe ich schon mal hochgeladen. Ach, natürlich, natürlich. Müssen wir wieder verkaufen, ne? Das war blöd. Ich öffne nicht den. Ach ja, wir haben es aber uns geparkt. Da oben! Ich sehe es doch. Jump! 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 Neue deutsche Welle! Weiter! Das ist MRI. Yes! MRI! Oh, Garantien. Oh. Blitze im Schiffsinventar. Sagst du. Technologie aufgeladen. Wir haben echt erst einen Planeten gefunden, der wirklich wunderschön zum für alles mögliche war. Schon. Gibt es irgendwas Fliegendes? Nicht in Sichtweite auf jeden Fall. Was denn? Agrar. Ah, hier ist ein Schiff. Wo den fliegen wir? Weiter ist ja gut. Müsst mich ja nicht so hetzen. Luxrock ist voll langweilig. Ja. Mach doch mal was kaputt. Ich habe bisher noch keiner geschrieben, aber man darf ja träumen. Suchen wir nach irgendeiner Handelsposten oder so, vielleicht finden wir was. Vielleicht haben wir Glück. Ich habe eben gar nicht darauf geachtet, auf was für eine Art Planet wir sind, von welcher Rasse. Technologie aufgeladen. Hätte ich eigentlich schon mal machen können, ne? Oh, aggressiv. Oder? Ist ja hell. Okay, never mind. Wir sehen ja gleich, was Drache wie hier sprechen auf diesem Planeten. Ah, oh, spannend hier. Wir gehen, okay. Nö. Da vielleicht, dafür. Nach einem Landepad aus. Natürlich landen wir daneben, oder? Natürlich, natürlich.
uns wieder Sachen aus dem Chiefs Inventar. Millionen. Das ist nicht gar nicht mal so schlecht. Wetterwarnung. Bevorstehender Sturm. Oh, mein Jetpack Booster, nee. Mit Gift. Ich würde mal gern was ausprobieren. Und zwar es gibt eine Möglichkeit, wohl, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Genau. Wenn man stirbt und seinen alten Spielstand lädt, Sturm lässt sich auf. Ist es wohl möglich, ein Inventar zu duplizieren. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich will es nur mal aus Interesse versuchen, weil ich brauche eigentlich nur 10 Adlersteine. Den Rest werfen wir dann weg. Das, was wir übrig haben. Ich möchte sie auch nicht verkaufen, ich möchte aber nur 10 haben. Weil ich gehört habe, dass es wohl sinnvoll ist, welche zu haben. Besonders Richtung Ende des Spiels oder Mitte. Feinde nähern sich. Ja, los, geil an. Warnung. Wächterdrohne aktiviert. Schild deaktiviert. Kritischen Schaden.
sagst. Genau sowas hier. So. Und jetzt würden wir theoretisch... den Laden... um dann unser verlorenes Inventar immer noch wieder aufsammeln zu können. Ich weiß nicht, ob schon gefixt wurde, es ging... reihum durchs Internet. Haben sie gefixt. Okay, bin ich fast beruhigt. Ich hätte mich selber schon dabei ertappt, diesen Glitch dafür dann auszunutzen. Nee, ist aber gut, dann können wir uns Adlersteine irgendwie... Da weiß ich selber noch nicht, wie wir gut da an die reinkommen. Hätten wir die aufheben sollen, ey. Na, im Nachhinein ist man immer schlauer. Eat. Wo ist ein Titan mit? Nee, gut. Wissen wir das auch. Machen wir schnell dann fix. Oder was ist schnell? Ist ja schon ein paar Tage jetzt draußen das Game. So. Besuche ich mal die anderen Facilitäten, die sich hier befinden. Nicht die Lampe. Nicht die Lampe. Ein bisschen mehr Gebäudekomplexe hier, das finde ich schon mal interessant. Gut. Den haben wir noch nicht. Aber was machen? Eine neue Welt? Was kann ich Ihnen machen? Wird hilflich sein. Tun. Ich vergleiche erst. Keinen Fall. Ich dachte, es wäre was Gutes wieder. Aber nein, hat sich verschlechtert. Gut, bei diesem Volk ist es mir inzwischen fast egal. Ich hätte echt... Oh, Gag haben wir lange nicht gesehen. Corvax wären natürlich noch besser. Welche Tierchen in der Nähe? Nö. Oh, da wären welche. Aber oh, die haben wir schon. Ja, eben hat sie ein bisschen noch geflogen hier, die Gebäudität. Ist ein Wort bestimmt. Und wenn nicht, dann ist es jetzt das. Etabliere ich hier einfach mal so. Die Gebäudität. Oh, geil.
im Einsatz. Temperatur stabilisiert sich. Ja, das will ich hoffen. Interagiere. Bereits bekannt. Omegon 100. Ich habe das noch nicht einmal gesehen. Nun gut. Gibt es einen Knopf, um das HUD auszuschalten? Es passiert aber nichts. Es war ein kleines Haar, das muss es sein. Aus der Kleinen. Ja, da war noch Plutonium. Wir finden schon mehr. Wir erst für Tierschirm, da hören wir uns natürlich wieder um. Alles so weit weg. Weitere Orte in unserer Sammlung. Wie eigentlich. Ja, krass, zwei Tiere schon wieder nur noch, ne? Oh, Plutonium. Ja. Technologie aufgeladen. Oh, genau. Ah, das muss zum Berg. Endlicher Berg. In der Höhle an der Spitze. Wäre der Planet hübscher, wäre das ein super Ort für ein Haus. Wenn das Building-System dann irgendwann kommt. Aua. So gewaltig groß die Dinger. Lohnkopf Willy. Hätte ich sie nennen sollen. Willys. Lohnkopf Willys. Wobei gibt es diesen Profanitätsfilter, ne? Willy ist vielleicht auch das englische Synonym für einen Penis. Ja.
und darauf achten. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, dass die halt wirklich nur laufen. Es musste auch welche geben, die dann losfliegen oder ein bisschen tiefer fliegen, wenn es welche in der Luft sind. So ein bisschen mehr, noch mehr Varietät in der Auswahl der zu entdeckenden Spezies. Würde ich mich hart freuen. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht. Wobei ich jetzt in einem, ich weiß gar nicht von wo das kam, Interview, da haben die auch drüber geredet, was so in den Upcoming Patches kommt. Also sowieso kommen die erstmal Frachtschiffe, also wirklich große Schiffe und Basebau, Basenbau und deren Konzeptüberlegungen, also es ist noch garantiert nichts Festes, sind auch vielleicht so Strandbuggies, die man denn in seinem Frachter hat oder U-Boote, nur eine Idee, Unterwassermehrmöglichkeiten, nur Konzepte und Sean Murray meint, es war naiv von ihm zu sagen, dass die upcoming Patches und so ähnliches auch die eigentlich schon integrierten DLCs dann kostenfrei wären. Das könnte sich auch noch ändern, dass vielleicht dann doch irgendwelche zusätzlichen Kosten auf uns zukommen könnten. Finde ich jetzt nicht so weltbewegend. Verstehe ich auch, dass er da vielleicht ein bisschen zu früh was gesagt hat. Aber gut, ja, ist halt so, ne? Also ja, man kann sich jetzt schon, es ist natürlich repetitiv und man macht hauptsächlich das Gleiche. Aber theoretisch gibt es so viel Möglichkeiten, dass man eigentlich sich schon nicht beschweren kann über den Preis, den man nachher bezahlt hat. Neun von zehn Spezies gefunden. Finde ich gut. Feinde nähern sich. Och komm. Warnung. Wächterdrohnen aktiviert. Ist kein zweiter da? Was ist das denn? Also wir werden noch den Rest hier bleiben, bis wir die letzte Spezies noch finden. Wenn es natürlich wieder so lange dauert, mache ich das wieder auf Screen. Das ist die Musik kommt hier nur ab und zu gut raus, wirklich, besonders in Kämpfen. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist, ein bisschen. Obwohl, ich habe sie leiser gestellt. Eigentlich geht sie so nahtlos in das Spiel über, dass man es fast gar nicht mitbekommt, weil es halt passt. Also, vergesst meine Aussage von eben. Ich habe mal jetzt darauf geachtet, das ist eigentlich nicht schlecht, so wie es ist. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ist denn App wieder schon wieder unser Technologie aufgeladen? Dings, ja, ja. Och komm. Hatte ich mich schon wieder gefreut.
Und dann wieder sowas. Entdeckte Spezies gehört schon zu einer entdeckten Spezies dazu. Das heißt, es bringt uns nicht wirklich die krassen Vorteile jetzt. Geht mir ja auch nicht ums Geld. Oh. Ach. Ach, fuck you. Raising my hopes und dann zerschmettert wie ein. Nee, das sag ich jetzt nicht. Das wird. Nee. Da gibt's. Auch wenn es nicht viele Leute gucken. Hate. Wetterwarnung. Bevorstehender Sturm. Okay, nein, das erzähle ich nicht. Ich muss mir gerade irgendeinen anderen Begriff ausdenken, der sowohl nicht so makaber ist und auch nicht jugendunfreundlich. Er schmettert wie. Stabilisiert sich. Der schmettert wie. Ja. Kann ich dir gerade nicht sagen. Oder euch. Einen Augenblick.